Also, die Leute sitzen ja, alle schon da. Ja, warum hältst du sie denn so? Ich bin doch schon fast da. Hi. Entschuldigen Sie bitte, wir haben nur ein kleines technisches Problem. Einzelteilen wieder neu zusammenfügen. Aber was erzähle ich Ihnen denn? Sie wollen ja meine Stimme hören, nicht wahr? Deswegen sind Sie ja hier und haben sehr viel Geld bezahlt. Hier. Schätzchen, das Ave Maria bitte. Also eigentlich würde jetzt nach meinem Plan die Desdemona kommen. Ja, das kann schon sein, aber mir jetzt gerade nicht nach der Desdemona, sondern nach der Ave Maria und meinem Publikum im Übrigen auch. Also ich bin hopp sonst. Oh,
schon große Erfolge feiern. Herr Barenboim sagt immer, solch ein Timbre wie die Frau Herbst hatten sonst nur die Tebaldi und vielleicht noch die Callas. Als dessen Wiedergeburt gelte ich ja auch schließlich, nicht wahr? Frau Herbst, viva la diva, wie sie leibt und lebt. Besonders, wenn ich die heißmütige Karin gebe. Das war jetzt auch nicht die beste Pflege.
Pointe, die ich hier abgefeiert habe, war wie auch immer. Schätzchen, ich brauche ein Glas Wasser. Hopp. Ja, wie, und soll ich Ihnen jetzt eins holen? Ja, wer denn sonst? Beim Publikum kann ich ja schlecht bitten, nicht wahr? Also bitte, hopp. Also wissen Sie immer, diese Menschen, die neben einem in Bilanz stehen wollen. Ich muss manchmal alleine auf der Bühne sein, damit Sie mich auch gut betrachten können. Ich sehe schon, Sie sind ganz glücklich und vorhin habe ich Sie auch ganz richtig gesehen, da war ich etwas verwundert, aber jetzt ist es ja dunkel. Was für ein Lied wünschen Sie sich denn jetzt von mir? Ach, das, ich höre schon das Amazing Grace, ja, das kann ich ja zufällig auch a cappella singen. Also ich fange mal an. So viel Hochmut, kann man das ertragen? Also Schätzchen, wir spielen jetzt Alexandra. Zigeunerjunge. Bitte was? Ja. Was soll das? Alexandra Zigeunerjunge, bitte schön, hier haben Sie den Hochmut. Oh Gott. Na, bitte schön. Der Herr ist mein Hirte. Die Pferdchen so zottig, sie trugen die Wagen.
Stimme auch eine große Gesangsstimme für Klassik hatte? Nein, aber ich. Es war ihr schlichtweg zu anstrengend, Opernsängerin zu werden. Ich kann das auch verstehen, meine Damen und Herren. So, und jetzt singen wir noch eins. Ich bin ja schließlich in ihr wiedergeboren worden. Nicht wahr, Schätzchen? Husch, husch. Mein Freund, der Baum. Aber ich habe doch überhaupt keine Noten. Ja, normalerweise sollte man das Stück auch auswendig. Aber gut, Sie sind eben auch kein Künstler, sondern Tastenspieler, nicht wahr? Hopp, husch! Was ist jetzt los, Frau Herbst? Wie schaut's denn aus? Ja, wie schaut's denn aus? Sie sollten mich jetzt eigentlich küssen. Darf ich denn bitte fragen, warum? Meine Lippen, Sie küssen so heiß, schon mal gehört? Ja, habe ich schon mal gehört. Ich wusste nicht, dass ich auch zum Küssen bezahlt werde. Ja, also Entschuldigung, normalerweise muss ich mich vor diesem Stück bewahren küssen. Aber das verstehen Sie auch nicht. Das verstehen Sie nicht. Mit so Leuten kann ich normalerweise nicht arbeiten, aber... Ich fange dann jetzt mal mit der Musik an. Wie meine Augen und meine Hände
aber hier sind doch noch... Ja, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Meine Damen und Herren, wir sehen uns ganz gewiss bald wieder in Denkendorf und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Spaß. Au revoir. Was anderes. Nimmst du die Noten mit, Schätzchen?